Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Ja, das ist die Frage, ne? Wo soll ich hier nur Rosen finden? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sich das uns irgendwie schon erschließen wird. Hoffe ich zumindest. Hier haben wir schon mal... Was ist das? Stoff. Stoff ist schon mal gut. Ich würde gerne noch mal ganz kurz gucken, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich eigentlich. Hoffe ich zumindest. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich noch einmal Luminosa machen. Aber da ich das momentan nicht brauche, sammeln wir, glaube ich, erstmal. Habe ich eigentlich auch eine Karte oder sowas? Meine Karte ist hier momentan nicht existent. Wir können hier eine Tür. Verschlossen. Natürlich, natürlich, natürlich. Huch. Gucken wir mal hier. Salpeter. Oh, ich hasse diese 1000 Gänge. Wir gucken, glaube ich, erstmal hier hin. Das sieht mir aus. Es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Oh Gott. Ja, gute Frage. Gehe ich jetzt hier weiter oder gehe ich da hinten weiter? Oh, ich weiß es doch nicht. Ich würde sagen, wir gucken erstmal. Das ist so komisch mit der Steuerung. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer ziemlich viel Final Fantasy gespielt und irgendwie versuche ich jetzt auch immer den Stick durchzudrücken, in der Hoffnung, dass Amicia schneller rennt. Dabei ist es ja hier R2 und ach, alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Das sind First World Problems, aber echt. So, ich gehe jetzt mal doch erstmal hier lang. Aber ich habe das Gefühl... Nee, okay. Dass das auch verschlossen ist wahrscheinlich. Ja. Natürlich. Ganz ruhig hier, ja. Loot. Schwefel. Ein bisschen Alkohol. Und verschlossen, natürlich. Okay. Dann steht es fest. Wir gehen jetzt hier längs. Da, die Banner. Blumen. Ja, da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ah, ich verstehe. Weg ist übersät mit Rosen. Also nicht literally Rosen, sondern einfach irgendwelche Bilder von Rosen oder was auch immer. Okay. Für was? Ach, nö, ne? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Keine Ratten. Der Großinquisitor persönlich um uns. Merkwürdig. Das wird ein Spektakel. Aber keine Ratten, aber trotzdem Episanguis. Episanguis. Oh Gott, diese lateinischen Worte. Ja, jetzt ist die Frage. Ich werde sie wahrscheinlich irgendwie ablenken müssen, sonst wäre hier jetzt dieser Krug nicht gewesen. Beziehungsweise Stein soll es sein. Frage ist, wo kann ich sie hinlocken? Wir können ja erstmal versuchen, uns hier irgendwie, ja, irgendwie so, genau so, wie es nämlich nicht klappt, weil hier der Schrank umgestürzt ist, beziehungsweise das Regal, das ist ja schön. Da glitzert was, da könnte ich ihn vielleicht hinlocken. Aber wie komme ich dann an ihm vorbei? Ich kann ja nicht hier lang. Ich könnte es natürlich versuchen, wenn er sich vielleicht das Buch anguckt, dass ich dann einfach schnell da vorbeihusche. Ich denke mal, so soll es auch gemacht werden, ne? Weil hier... Oder... Ich bin einfach ganz hart. Wow, das ist gar nichts. Okay, das ist ein Stück Stoff. So geht es natürlich auch. Ich habe gedacht, ich kann das abwerfen und dann geht er dahin. Nun denn, falsch gelegen. Ja, aber irgendwo muss ich ihn jedenfalls hinlocken, oder? Oder kann ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, ich hasse es, wenn dieser Herzschlag kommt. Der macht mich richtig nervös. Da kann ich ihn hinlocken. Und dann gehe ich rüber, würde ich sagen. Ui. Wo ist denn der andere überhaupt hin? Ist der hochgelaufen? Ist der weg? Was war das? Scheiße.
Ich glaube, ich muss wieder kämpfen. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich muss doch lieber in der Hocke versuchen. Ja, das war nix. Aber das glänzt doch da, oder ist das schon wieder was zum Sammeln? Ich dachte, das wäre was, wo ich gegenwerfen kann. Oh. Ach, das ist was zum Verschieben. Wie soll ich denn hier... Muss ich den jetzt doch töten wahrscheinlich, ne? Weil ich kann ihn ja nicht... Ich kann ja hier nicht was verschieben, dann sieht er mich ja sowieso. Ja moin, okay. Dann versuchen wir es mal. Sorry, Bruder. Oh. Ich weiß noch eine Zeit, wo es für Amicia noch schrecklich war, als sie jemanden getötet hat. Und jetzt, ja, laufen wir hier durch und mucksen sie quasi alle ab. So, ich glaube, der andere ist nicht hier, ne? Ich glaube, der ist in irgendeinen anderen Raum gegangen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich sehe ihn hier zumindest nicht. Hm. Ich glaube, der ist weg. Hoffen wir es mal. Dann gucken wir erstmal, ich habe hinten nämlich noch was Leuchten gesehen. Da nämlich. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen. So, und dann können wir, glaube ich, dazu übergehen, das Dingenskirchen dazu verschieben. Es sieht ja schon irgendwie ganz cool hier aus. Also ich muss sagen, es gefällt mir. Wo ich mich tatsächlich auch frage, was sie mit den ganzen Büchern, warum haben die denn die ganzen Bücher hier so zerfleddert? So, die Frage ist, wo muss ich hin? Muss ich da hin? Muss ich da hin? Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal hier. Das sieht irgendwie gar nicht so verkehrt aus, dass ich nachher da hinten rüberkomme. Aber wie immer stelle ich mich zu doof an mit dem Ding hier zu. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht kann. Es tut mir leid. Ich kann diese Dinger so schwer koordinieren. Ah ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay. Jawohl. Oh, nein. Ich wollte eigentlich nur noch mal gucken. Tatsächlich habe ich mich gerade gefragt, was passiert wäre, wenn ich das in die andere Richtung gerollt hätte. Ob ich da auch hätte hochgehen können, aber... Na, wir gehen mal davon aus, dass wir das nicht können. So, beziehungsweise kommen wir da jetzt anscheinend eh hin, also wäre es auch egal gewesen. Okay. Oh, eine Truhe. War das jetzt hier nur wegen Loot oder was? Ich dachte, ich komme hier weiter. Gut, dann war das hier wohl der Weg. Ach nee, gar nicht. Ah, hier ist eine Tür. Okay. Jawohl. Da sind sie. Genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Wie? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Da hat er recht. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das ist mein Buch. Das enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem Ein. Das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Okay, mit rotem Einband, ja. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Amicia hat ein bisschen dazwischen gequatscht. Und die suchen das also auch. Uiuiui. Klingt nach einem sehr mächtigen Buch. Ich will es auf jeden Fall auch. Okay, das ist jetzt der Alchemist. Hier vorne ist so ein Ritter. Frage. Muss ich die jetzt auch töten? Oder kann ich mich an denen vorbeischleichen? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Also der scheint ja erstmal so vertieft, dass ich mich vielleicht hier ein bisschen ranschleichen kann. Oh, ich bin halt so unsicher, weil das ganze Spiel über ging es eigentlich darum, sich an den Leuten vorbeizuschleichen und bloß keine Konfrontation. Aber vielleicht sind wir ja jetzt auch an einem Punkt. Geh weg, hier ist nix. Mach weiter. Also ich meine, vielleicht sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo wir vielleicht doch endlich auf Konfrontation gehen sollten. Ich weiß nicht. Ich versuche mich erstmal zu schleichen, glaube ich. Und im Notfall
Ja, muss ich halt schnell sein. Ich weiß halt nicht, was der olle Alchemist kann, ne? Vielleicht kann der auch irgend so einen Scheiß wie ich. Das wäre natürlich ungünstig. Oh oh. Oh oh. Bloß nicht so nah an den anderen ran. Geh zurück. Wo bist denn du? Geh zurück. Geh zurück, okay. Jetzt vorsichtig. Oh no. Verdammt. Ah, ich bin so knauserig. Deswegen muss ich jetzt erst gucken, was ich herstellen kann. Ah. Damit ich den Alkohol sammeln kann. Also am sinnvollsten war mir eigentlich immer das hier, ne? Ein, vier, drei. Hier brauche ich schon wieder ganz schön viel Alkohol. Einen von denen, aber hier habe ich voll. Also was heißt voll, aber... Ne, ich mach mal den hier noch. Ach nee, Inventar ist voll. Ja, dann machen wir das hier. Es tut mir sehr leid, aber ich muss einfach alles mitnehmen, was hier so ist. Ich bin eine große Sammlerin tatsächlich. Ich muss alles sammeln. So, Alchemisti. Geh mal wieder zurück. So ist fein. Schleichen uns ganz langsam zum Alkohol und ganz langsam zurück. Der wird uns doch hier nicht sehen hinter, oder? Ich muss dann halt nur da... Das könnte tatsächlich was werden, wenn er sich halt nochmal umdreht. Ich gehe jetzt einfach mal, riskieren hier. Dann komme ich zwar nicht zu dem, was dort glänzt. Aber ich glaube, das wird auch wieder nur irgendein Herstellungsgegenstand sein. Also ich glaube, das wird nicht so wichtig sein. Deswegen komm. Komm, komm. Ich nehme es trotzdem. Oh, ich bin so ein Sammler. Ich hasse mich. Okay. Auf die Gefahr hin. Und dann gehe ich aber einfach durch. Ich sehe auch nichts mehr glänzen. Okay, komm. Komm, tu es. Jetzt stehst du da so ewig lange. So standst du doch die ganze Zeit da nicht so lange. Komm, Kunde. Wir essen zeitig. Ist das sein Ernst? Wie lange steht er da gerade? Ich schwöre es, wenn ich jetzt losgehe, ist er fertig. Ich sehe es vor mir, ganz ehrlich. Wehe. Wehe, ich sag dir, Alki. Na, nee. Scheiß drauf, Mann, ich gehe jetzt. Und wer, der dreht sich um. Wenigstens kommen die verfluchten Rosen. Das sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Rosen? Achso, da hinten, okay. Ah, na toll. Und hier sind auch wieder welche. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe mich noch nie so geil jetzt vorbeigeschlichen. Das nächste Mal, wenn er so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ach, stumpfer Humor, ich liebe es. Die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Okay. So, er sucht jetzt hier rum und sieht auch aus, als wenn er da noch eine Weile rumsucht. Achso, und der andere kniet da. Ich verstehe. Bleibt er denn jetzt auch da, oder? Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Wieso? Ich gehe jetzt einfach. Da sind sie ja. Wie bitte? Achso, ich muss da hinten hin, ich verstehe. Wieso höre ich denn hier gerade Ratten eigentlich? Was passiert? Sind die vielleicht hier hinter? Da! Ah! Okay, okay, okay. Die Wachen, wenn ich die Ratten benutze. Oh, ich darf nur mich jetzt hier nicht
Und wenn ich die jetzt dorthin scheuche vielleicht. Jetzt sind sie ja draußen, ne? Wenn ich jetzt vielleicht so mache. Geht mal da. Nein, 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 nein. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Geht mal da längs. Okay, jetzt habe ich sie hier eingekesselt. Jetzt sind sie aber hier eingekesselt. Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, es sind schon wieder zwei. Ich glaube, ich müsste sie erstmal mit diesem, deswegen ist das ja hier auch schon wieder gewesen, ne? Dieses, was die Ratten anlockt. Odorus. Das war's doch, ne? Oder war das das? Ach ne, die Ratten eliminiert. Ne, ne, ne. Das ist für den Fall, dass die mich jetzt gleich angreift. Was war das? Ich sehe mal nach. Wir dürfen doch jetzt eigentlich nicht hierher kommen. Hier sind ja die Ratten. Ha! Bingo! Es ist so grausam, aber ich freue mich, dass es geklappt hat. Oh, okay. Jetzt wäre es aber schön, wenn ich da auch noch vorbeikomme, Leute. Also wäre nice, wenn ihr mal wieder zurück könntet. Zurück, zurück. Ne, die kriege ich jetzt gar nicht mehr zurück, oder? Zurück da rein. Ich bin mir gerade nicht sicher, inwieweit. Oh, da hinten ist was Schickes. Ich glaube, ich setze das einfach mal ein. Wenn die mich jetzt angreifen, würde ich sie doch vernichten, richtig? Oh, das ist gefährlich. Ich tue es mal, komm. Ein Gänseblümchen. Zack. Okay. Jetzt habe ich nämlich die olle Blume gefunden. So. Die brauche ich absolut nicht, aber ich habe sie. So, jetzt stelle ich das nochmal her. Denn ich traue mir in der Hinsicht hier nicht so. Ja, ich muss die irgendwie anders wieder hinlocken. Ich muss die am besten... Ja, am besten dahin zurück und dann sperre ich die da wieder ein. So würde ich das machen. So. Nee, warte mal. So. Und jetzt... Hier wieder rein, Leute. Ja, das hat nicht geklappt. Okay. Alter, die interessieren sich null dafür. Das ist ja schön. Kann ich denn jetzt einfach an euch vorbei? Alter, wehe. Ich hab Angst. Oh, das klappt. Okay, die sind anscheinend so mit ihren Soldaten beschäftigt. Meinetwegen. Macht das, Leute. Genießt es. Ey, das lief echt ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Dieses Ding. Wird es am Ende alles bedecken? Welches Ding? Ach, das Ding hier. Ja, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was das ist. Ist das einfach nur so eine Art Rattenbau? Weil da kommen die ja anscheinend irgendwie raus, ne? Hm. Na gut. Weiter geht's. Ich drück mich mal vorsichtig. Na los, beweg dich, Schmied. Hier wartet Arbeit auf dich. Schmied? Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Wow. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Was mache ich denn dann? You must protect him, Amicia.